Ah, es geht doch nichts über eine Cola am frühen Morgen. Und damit herzlich willkommen zurück bei Miss Survival an Tag 8. Gut sieht's ja aus. Scott hat ganze Arbeit geleistet und einige Bäume umgehauen. Hier können wir jetzt mal anfangen, die aufzusammeln und hier in den Halter reinzustecken. Das sind schon mal 3 Stück. Hier liegen überall welche rum. Was ich heute machen will, ist ja vor allem Komponenten sammeln. Denn wir müssen noch einiges bauen und alles braucht natürlich Komponenten. Ich habe gar keine mehr. Ich konnte ja gestern nicht mal mehr den einen Locker da fertig bauen. Das heißt, wir müssen heute wieder los, Komponenten ranschaffen. So, und bevor wir das machen, mir ist gestern was aufgefallen und zwar Scott hat sich irgendwie hingelegt. Und zwar hier unten, mitten in diese Wand rein. Das sah mega komisch aus. Und ich glaube, das liegt daran, dass der sich gerne abends oder nachts hinlegen will. Weil genau da drüber, wo er sich hingelegt hat, ist das Bett. Jetzt ist die Frage, kann ich dieses Bett denn unten hinstellen und mir hier oben ein neues bauen? Vielleicht ein größeres? Das wäre eigentlich ganz gut, aber wie es aussieht, huch. Wie es aussieht, kriege ich dieses Bett nicht durch die Tür durch. Befürchte ich. Das ist ja irgendwie blöd. Aber vielleicht können wir trotzdem Scott hier unten noch ein Bett bauen, damit er sich hier unten hinlegen kann. Ich schau mal, was man braucht dafür. Ja, auch Komponenten. Wir können ja die Blaupause schon mal hinstellen. Aber ja, wir brauchen erstmal Komponenten. Nicht wahr, Scott? So, bevor wir losgehen, eine Sache noch. Erstmal lege ich die Sachen hier weg, die ich gesammelt habe von draußen. Und dann habe ich hier Hunting Arrows. Die kann ich in meinen Köcher reinmachen. Add Arrows rein da. Wir können uns nachher auch einen besseren Köcher bauen. Ich brauche allerdings auch dafür Komponenten. Können wir gleich den besten bauen. Und dann nehme ich mir jetzt hier den Motor, die Batterie, das eine Rad, noch 3 weitere Räder. Geht gar nicht. Vielleicht die Zündspule noch. Muss ich erstmal zu dem Auto bringen, weil hier hinten unter unserem Carport, da steht ja noch so ein Auto, was man reparieren kann. Nämlich dieser blaue Jeep. Und den kann man auch reparieren. Das ist das Auto, wo man dann am Ende den Geschützturm raufbauen kann. Und das wollen wir natürlich letztendlich ausprobieren. Allerdings muss man dazu noch die Tuning-Garage bauen. Naja, da haben wir noch einiges vor uns. Aber ich habe keinen Platz mehr für Autoteile, deswegen stopfe ich die jetzt alle hier ins Auto rein, da wo sie sowieso reingehören. So, 2 Räder noch und dann brauchen wir ein bisschen Benzin. Dann können wir uns ja das Auto schon mal zurechtstellen, auch wenn ich es noch nicht fahren werde. Denn das hat ja nicht so viel Lagerkapazität wie mein mit Lockern vollgestellter Pickup. So. Ich hatte mir außerdem hier den weißen Locker schon mal vorbereitet. Mit Sachen, die wir immer so mitnehmen können. Als Notreserve oder was auch immer. Hier ist auch mein Werkzeug drin. Ein Messer, ein Crowbar, ein bisschen was zu essen. Wasser. Das muss ich hier nicht die ganze Zeit im Inventar behalten. Jetzt will ich eigentlich nur Sprit haben. Saugen wir uns hier gleich mal ein bisschen was ab. Dann haben wir noch das andere Auto, was hier rumsteht. Da ist sicherlich auch noch Sprit drin. Naja, 0,7 Liter. Das lohnt sich ja kaum. Naja gut, dann können wir erstmal das Auto da auffüllen. Und dann haben wir schon mal ein bisschen Benzin da drin. So, probieren wir das mal kurz aus. Ja, okay. Lassen wir es gleich hier stehen. Funktioniert alles so. Perfekt. Ach, dieses komische Respawn-System der Autos. Ich werde noch nicht ganz schlau draus. Aber ich will auf jeden Fall ein bisschen Benzin in meinem Kanister haben, damit ich notfalls was für die Fackel habe. Oh, apropos Fackel. Ich sollte mir auch Streichhölzer mitnehmen, denke ich. Oh, ich habe nur noch ein Streichholz. Aber ich glaube, man kann sich auch welche machen. Lass mich mal gucken. Ja, wir brauchen nur Kohle und Äste. Daraus werden dann 10 Streichhölzer. Entsteht hier nicht Kohle? Ne, im Grill nicht, aber vielleicht am Lagerfeuer. Wenn ich das mal treffen könnte.
Oh ja, guck mal, hier ist doch schon 6 Kohle. Das ist doch gut. Da können wir uns doch eigentlich gleich mal einen kleinen Stack machen von. Mal hier hin und dann mach mal. 2 Stunden 30 braucht das. Okay, das, dann macht gleich 20, aber dann kann hier das Anime-Girl das machen, oder? Da hat sie gleich was zu tun, während wir looten gehen. Okay, fairer Deal. Dann los geht's auf in die Stadt zum Looten. Denn in der Stadt haben wir noch gar nicht so viel gelootet. Da können wir noch das ein oder andere Gebäude uns angucken und durchsuchen. Stopp, zurück. Das hier habe ich doch noch gar nicht gelootet, oder? Hier hatte ich mir letztes Mal nur den. Ja, da liegen ja auch noch Komponenten rum, das sehe ich ja von hier schon. Hier hatte ich mir neulich nur den einen Benzinkanister geholt, der immer hier in der Ecke steht. Aber natürlich ist ja alles respawned und drin waren wir auch noch nicht. Und hier sollten sich doch einige Komponenten und Metall finden lassen. Das ist doch genau eigentlich, was ich suche. Außerdem kann ich das Auto hier auseinandernehmen. Dann kommen wir an noch mehr Material. Oh, das sieht doch schon super aus hier. Nehme ich natürlich alles mit. Hier gibt es gleich Nägel drin und eine Schere. Oh wow, hier kommt ein richtiger Motor raus. Ich frage mich, ob man mit dem noch irgendwas machen kann. Kann ich den vielleicht auseinanderbauen? Nee, das geht nicht. Schade. Ich glaube dann. Oder sollen wir einen mitnehmen? Dann haben wir noch einen in Reserve, falls ich mal es schaffe, irgendein Auto zu zerstören, unbrauchbar zu machen, auf die Seite zu drehen und es nicht mehr gefixt bekomme. Irgendwie sowas. Dann müssen wir uns keinen Motor mehr suchen, sondern haben gleich einen in Reserve. Nimmt ja nur ein Item-Slot weg. Solange ich den hier nicht mit rumtragen muss, bin ich damit so total fein. So, hier gibt es auch noch ein Auto. Leer, leer. Aber das kann man auch auseinanderbasteln. Weiß gar nicht, ob hier hinten in dem Schuppen Zombies drin sind. Ich glaube bei dem Schrottplatz hier nicht, aber sicher bin ich mir auch nicht. Notfalls ist die Schrotflinte geladen. Okay, schauen wir mal rein. Ja. Sieht leer aus. Das ist alles safe. Okay. Munitionsvorrat. Sehr gerne gesehen. Sehr gerne mitgenommen. Oh, hier ist auch noch was. Kann man hier eigentlich irgendwas kaputt machen? Das sieht alles aus, als wäre es irgendwie nützlich. Ist es aber nicht. So, hier noch ein Auto, was halbwegs heile ist. Dann gucken wir hier noch rein. Okay, dann gib mir halt den Liter Benzin. Oh, das Wetter wird gerade schlechter. Ja, die Sonne geht gerade ein bisschen weg. Ist das ja auch auseinander? Oh ja, das ist ja auch zerstörbar. Ah, gibt sogar noch Essen drin. Okay. Na gut, dann machen wir den ja auch noch platt. Das sieht aus wie einer, der immer als Car Crash dient. Ist genau dasselbe Automodell, glaube ich. Aber es sieht so aus, als ob wir einen Mist bekommen. Da ist es ja nicht gut. Noch ein Motor. Alter, noch einen nehme ich jetzt aber nicht mit. So, hier liegt noch ein bisschen Metall rum. Jetzt können wir höchstens noch oben gucken, ob es hier oben drauf irgendwas gibt. Aber sieht ja eher nicht so aus. Naja, das sieht sehr stark nach einem Mist aus. Okay, fahren wir erstmal in die Stadt, suchen uns ein ruhiges Plätzchen, wo ich dann den Mist einfach verschlafen kann, würde ich sagen. Das dürfte jetzt das Einfachste sein, denn ich will ja sowieso in die Stadt.
probieren wir es nochmal hier im General Store. Hier hatte ich, glaube ich, schon mal einen Mist verschlafen. Und hier hatte ich noch gar nicht alles gelootet. Das bietet sich an. Dann geht's jetzt nach oben. Hier hin. Oh, kann ich das nicht nehmen? Verdammt. Was liegt denn hier noch rum? Oh, Batterien. Das ist ja super. Klebeband. Okay, dann versuche ich mal zu schlafen, bis der Mist vorbei ist. 2 Stunden. Kann schon aufhören. Jo, ist schon vorbei. Perfekt. Tja, warum ich das hier nicht aufheben kann? Das sieht doch original nach einem Pack Komponenten aus. Was ist das hier? Ui. Okay. Hier noch was? Eher nicht. Okay, das war's scheinbar. Dann gehen wir nochmal nach unten. Schauen uns das hier an. Hier liegen noch Racks rum. Klebeband. Essen. Klebeband. Schere. Cola. Neues Material für Molotovs. Und ja gut, Schuhe. Ach, die können wir auch mitnehmen zum Verkaufen. Falls ich mal noch so ein Händler-Event bekomme. Das Dumme ist nur, da wo ich lebe, treten halt keine Händler-Events auf. Da müssten wir uns mal irgendeinen Morgen aussuchen, wo wir ja hier verbringen, in der Stadt oder in der Nähe von der Stadt, halt irgendwo anders. Da wo dann auch diese Events auftreten können. Dann könnten wir eigentlich auch mal in den Laden hier nebenan reingehen. Ist hier eigentlich noch irgendwas? Naja, hier sind halt Zombies. Ich habe Hunting Arrows, aber ich habe auch genügend Schrotflintenmunition. Bam. Bam. Oh, ah ja. Sollte ich vielleicht nicht reingehen? Na, komm her. Na, dann komm halt nicht her. So. Kapuze auf. Den hier gelootet. Ah, elektrische Teile. Und das ist das, was ich fürs Upgrade der Werkbank brauche. Wie heißt das? Militärische Komponentenbox. Okay. Was auch immer. Nochmal Cola. Hier irgendwas. Nope. Material. Cool. Essen, Essen, Essen. Zucker. Cola. Das ist Alkohol, Neset, Leder. Nochmal Batterien. Kann ich meine Taschenlampe wieder auffüllen. Das trifft sich sehr gut. Neset und Salz. Noch ein Neset. Und noch eine Cola. So, mein Filter ist bei 75% jetzt. Ich habe auch 2 Ersatzfilter dabei. Also, da muss ich mir keinen Stress machen. Gehe ich mal nach oben. Okay, hier brauche ich den Crowbar. Und ja auch, okay, ich habe den Crowbar ja im Auto. Dann hole ich mir den schnell. Der ist in dem weißen Locker drin. Ach so, wenn ich gerade mal hier bin, dann lade ich doch gleich aus. Dann haben wir mehr Platz für das Loot, was oben hoffentlich reichhaltig zu finden ist. So, einmal aufmachen. Okay, einen Hammer. Stift. Das war's. Ah, Inventory Upgrade. Sehr gut. Okay, das hat sich durchaus gelohnt. Weiß nicht. Mehr ist hier aber nicht. Ne. Machen wir die andere Seite auf. Muss jetzt nur aufpassen wegen meinem Filter. 23%, 22, 21. Oh ja. Der muss bald getauscht werden. Ja, hier ist doch noch ein Filter. Jetzt habe ich schon 3. Ehre. So, Munition. Und hier ist nichts, oder? Doch, hier ist noch irgendwie... Oh, da kann man ja kaum sehen. 9mm Munition. Alles klar. Na dann, wieder raus hier. So, Maske ab. Hier liegt noch ein bisschen Material rum. Na, dann nehmen wir uns das Auto hier auch gleich mit.
gleich Munition drin, sehr cool. Ich habe schon wieder getan, oder? Ich habe schon wieder den Kanister in irgendeinem Auto gelassen und das dann kaputt gehauen danach. Tja, it is wie es ist. Was willst du sagen? Sagst du am besten nichts. Oh, ein Magier ist dabei gewesen. Das ist gut. So, und noch eine Flasche. Den Baseballschläger hier, den brauche ich eher nicht. Könnten wir jetzt noch in dieses Haus hier reingucken? Gibt es hier noch was im Kofferraum? Ja, ein bisschen was zu essen. Painkiller. Schauen wir mal rein hier. Oh, hier gibt es noch gut viel Munition. Ah, die grunzen hier drin rum. Okay, bevor wir reingehen, wechseln wir auf jeden Fall den Filter. Ja, ich habe die noch im Inventar. Dafür hält man einfach T gedrückt und dann wird der getauscht. Und schon haben wir wieder 100%. Okay, dann gehen wir mal rein. Wow. 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 Hier geblieben. Das waren alle? Jawohl, das waren alle. Ist da überhaupt Mist drin? Ist da gar kein Mist drin. Ist da gar kein grüner Nebel. So habe ich das denn jetzt mit dem Filter gemacht. Ich dachte, hier ist grüner Nebel drin. No. Militärkomponenten und Salz. Okay, schauen wir uns mal um hier, was es hier Schönes zu looten gibt. Munition schon mal. Ammo für den Geschützturm. Was gibt's hier? Noch mehr Munition. Und noch mehr Munition. Gut, dann habe ich schon mal, was ich hier verbraucht habe, schon mal wieder raus. Das ist natürlich sehr gut. Oh ja. Riesige Küche hier. Feuerzeugflüssigkeit. Mhm, okay. Ist noch ein Messer drin. Da ist alles leer. Komponenten, ja, bitte. Bisschen was zu essen, Cola. Ist leer, hier oben noch was. Feuerzeugflüssigkeit, Beef Can. Das hier ist alles nicht lootbar. Okay, das hier auch nicht. Oh, dann gehen wir wohl noch nach oben, oder? Das hier hatte doch eine zweite Etage. Ach so, hier ist auch noch eine Tür. Munition, Streichhölzer. Okay, hier ist auch noch was. Rex. So, jetzt aber nach oben. Sieht jetzt nicht so interessant aus, um ehrlich zu sein. Hier ist gar nichts zum Looten. Okay. Und auf der anderen Seite? Oh, den SWAT-Helm. Aber den habe ich ja schon. Ja, ich weiß, könnte man jetzt noch verkaufen. Aber ich habe sowieso schon viel zu viel zum Verkaufen. Wo soll ich das alles lagern? Kostet mich nur wieder Komponenten, um neue Locker zu bauen. Oh ja. Mehr Komponenten bitte. Nähset. Okay. Jo. Das war's. Tja, das Problem ist, meine ganzen Locker sind jetzt alle voll. Die jetzt sehr ineffizient einsortiert. Ich habe einfach immer reingeschmissen. Das Dumme ist, die sind jetzt halt. Also, das verbraucht jetzt ja alles viel mehr Platz, als es müsste. Und ich glaube, deswegen sind die voll. Am Ende ist es gar nicht so viel Loot, was wir haben. Aber gut, ich habe einen Haufen Komponenten. Ich glaube, die reichen mir auch erstmal. Können schauen, dass wir unterwegs vielleicht noch das ein oder andere Auto auseinandernehmen oder so. Dass da noch ein paar Komponenten rauskommen. Und dann darf ich mir zu Hause erstmal wieder einen neuen
Benzinkanister bauen. Da freue ich mich. Oder gibt es hier einen? Gibt es an dieser Tankstelle einen Benzinkanister? Nee. Das sieht nicht so aus. Normalerweise steht der immer hier. Warum ist denn hier so viel Material? Zieh mal die Maske auf. Aha. Okay. Da gab es nochmal einige Komponenten. Sehr schön. Gib mir alles her. Kann ich gut gebrauchen. So, jetzt interessiert mich aber mal, ob hier Zombies sind. Oh. Nee, ist gar nichts. Okay. Hier hatten wir halt unseren ersten Motor her. Aber so richtig gelootet habe ich das Teil hier natürlich noch nicht. Okay, soll mir erstmal reichen. Und wer hat gesagt, dass man in diesen Farmhäusern hier oben noch eine doppelläufige Schrotflinte finden kann? Hier ist nur dieses Teil, was man, glaube ich, nicht kaputt kriegt. Bisschen Holz ist hier. Ah, Komponenten liegen hier auch noch. Hier ist das respawned. Hier war ich doch schon, oder? Oder war ich hier noch? Oh, yes! Nee, da war ich in dem Haus hier noch nicht. Werkbank gibt es hier, gut, das weiß ich, aber hier liegt dann einfach die doppelläufige Schrotflinte. Oh, yeah! Dann gib mir mal die. Das ist zwar immer noch nicht die Pumpgun, oder ich weiß nicht, ob es eine Pumpgun ist. Vielleicht ist es auch eine Auto-Shotgun, aber das ist immer noch nicht die, die ich wollte. Oh, scheinbar kann man das doch zerstören. Destroy Seekernist first. Ja, dann war ich hier noch nicht. Vielleicht bin ich einfach verwirrt. Das wird es wahrscheinlich sein. Immerhin habe ich jetzt die doppelläufige Schrotflinte. Besser als die Einzelschuss-Schrotflinte. Offensichtlich. Jo, dann geht's erstmal nach Hause und ich schau mal, was ich dann noch bauen kann mit den erbeuteten Sachen von heute. Komponenten haben wir ja jetzt jede Menge. Da sollten wir doch wieder ein bisschen weiterkommen. So. Auch jetzt unbedingt einen Benzinkanister. Mal schauen, wie viele ich mir im Laufe dieses Playthroughs noch bauen muss. Da bin ich sehr gespannt. Viele. Kurz im Dunkeln ein bisschen Benzin abzapfen. So, jetzt haben wir hier erstmal Licht. Jetzt kann ich, wenn ich nach draußen gehen will, entweder die Fackel benutzen oder ich benutze einfach die Taschenlampe. Ich hatte mir hier aus dem Loot auch zwei Batterien rausgenommen. Die können wir hier gleich mal austauschen bei der Taschenlampe, denn die waren ja schon kaputt. Da muss ich hier einmal Proceed sagen. Dann können wir das machen. Dann ist die Taschenlampe wieder aufgeladen. So, und jetzt gehen wir hier einmal raus mit der Taschenlampe. Ich brauche Komponenten. 8 Stück. Und noch ein paar mehr. Ja, komm, nimm alles mit. Dann gehen wir hier wieder rein. Und geben dem Anime Girl erstmal einen neuen Task. Und zwar soll sie uns diesen Tactical Quiver bauen. 2x Duct Tape brauchen wir noch. Die Nähsets brauchen wir und Leder. Müssten wir alles haben. Ist das Leder und die Nähsets. Und dann war es noch Duct Tape. Habe ich auch irgendwo hier. So, 2 Stunden. Das kann die hier machen. Dann ist sie wenigstens zu was nützlich. Scott muss sich ja noch von den Holzfällarbeiten ausruhen. Können wir mal das hier fertig bauen.
Dann ist wenigstens die doofe Baustelle hier weg. Und ich habe einen Platz, wo ich mein ganzes Loot kurz mal abwerfen kann. Oh Mann, ey. Das war heute richtig viel. Und ich habe noch das ganze Auto voll. Uff, uff. Das muss ich ja alles irgendwie noch reinholen. Aber ich habe ja hier noch mehrere Locker, die wir noch gar nicht benutzt haben. Ja, das werde ich gleich mal ein bisschen umstellen hier. Wir haben hier hinten auch noch ein bisschen Platz, den wir nutzen können. Oh, hallo Scott. Ich wollte mir nur ein paar Loks hier nehmen, okay? Lass dich nicht stören. Ich weiß, es ist das Resultat deiner harten Arbeit. Aber ich brauche die jetzt. Letztendlich ist das ja auch alles für Scott. Na, machen wir uns nichts vor. Wir wollen ja eigentlich nur sein Bett bauen. Ich brauche nur ein bisschen gesägtes Holz, 8 Stück. Das heißt, ich säge 2-mal. Und am besten benutze ich dafür eine Säge. So, jetzt haben wir hier noch ein Bett. Ich hoffe mal, die NPCs legen sich diesmal richtig ins Bett. Müssen wir mal schauen. Ich weiß ja nicht, was Scott gerade so macht. Anime Girl chillt hier an ihrem Zelt rum. Und Scott ist irgendwo unterwegs. Kein Plan. So, das ist ein Generator. Der braucht 6 Gears, 10 Metal Scraps, 20 Komponenten. Ich kann natürlich schon mal die Metal Scraps zum Beispiel reinstecken. Aber ich will den noch nicht ganz aufbauen. Denn es ist jetzt schon nach 23 Uhr. Ich würde eigentlich gern jetzt schlafen gehen, damit wir das Tageslicht noch nutzen können. Ich würde dann einfach den Rest am besten nächstes Mal bauen. Wenn wir den Generator haben, dann können wir auch so Sachen benutzen wie den elektrischen Kühlschrank, die Tischsäge und Lichter. Lichter, die elektrisch funktionieren, dann muss ich hier nicht immer mit Benzin arbeiten. Das macht doch alles viel komfortabler, wenn wir unser Gebäude hier elektrisch erleuchten können. So, vorm Schlafen gehen sollte man immer eine Cola trinken, das weiß jedes Kind. Und letzte Aktion würde ich sagen, hier der Tactical Quiver ist fertig. Den hat das Anime Girl zuverlässig zusammengebaut. Da nehme ich mal meinen jetzt raus. Kriege ich die Pfeile hier wieder raus? Ja, das funktioniert reibungslos. Dann mache ich die Pfeile hier rein und hier können wir dann noch andere Pfeiltypen mit reinmachen. Zum Beispiel Sprengpfeile oder auch die einfachen Pfeile, die man nur aus Ästen herstellt, sodass wir dann immer hin und her wechseln können, je nachdem, was wir brauchen. Das ist eine super Sache. Okay, close und dann ziehen wir den an, equip und fertig ist das. Mal, hatte ich nicht einen Kopfschutz und eine Weste? Das finde ich ja jetzt eigenartig. Bin mir ziemlich sicher, dass ich sowas hatte. Aber ich kann das hier ja anziehen. Equip. So, fertig. Und die Weste, also der Schutz, die Schutzweste, die ist irgendwie weg. Naja. Okay, dann mal wieder für diesen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn euch die Serie gefällt, dann lasst doch ein Like da. Das würde mir sehr helfen. Und damit mache ich mich mal hier ins Bett. Ihr lasst es euch gut gehen und wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder.